Schönen guten Abend zum heutigen Marktvorbereitung auf die kommende Handelswoche-Webinar. Es ist Sonntagabend, der 24. März 2013, kurz nach 20.30 Uhr. Hier meldet sich Berlin, Jens Scharnowski von Admiral Markets. Sie sehen gerade auf Ihrem Bildschirm mein Monitor. Wir haben heute eine Neuerung. Wir haben bisher immer unseren DAX-Fahrplan auf die ganze Handelswoche ausgerichtet, immer Montag früh veröffentlicht. Ab heute werden wir das immer schon Sonntagabend irgendwann zwischen 18 und 21 Uhr auf unserer Webseite machen. Auf den Webseiten, wo es auch veröffentlicht wird, wie Gotmo Trader, Arriva, Finanztreff, Wetzigen Online, wo wir alle sind. Wie gewohnt, Montag früh. Diese Webadministratoren fangen erst am Montag an zu arbeiten, aber wir können es jetzt immer schon am Sonntagabend machen. Kann für Sie einen Vorteil haben. Der DAX ist bei Admiral Markets ja bereits ab Mitternacht, also von Sonntag auf Montag 0 Uhr handelbar. Wenn Sie also schon reagieren möchten, wer weiß, was heute zum Beispiel alles über Zypern kommt in der Nacht, dann haben Sie hier noch eine tolle Möglichkeit, mit für Ihre Trading-Entscheidung vorzugehen. Bevor wir gleich live zu Jochen Schmidt übergeben, wie immer ganz kurz, alles, was wir hier heute erzählen, sind immer nur allgemeine Informationen. Sie finden auf unserer Webseite immer ganz unten die sogenannte Risikowarnung. Bevor Sie irgendwann mal live loslegen mit Trading von Devisen, Forex oder CFDs, lesen Sie sich am besten diese Risikowarnung durch. Execution only. Sie treffen alle Anlageentscheidungen vollkommen selbst. Sie sollten niemals mit Geld spekulieren, was Sie nicht auch im allerschlimmsten Fall verlieren könnten, weil der Hebel, den Sie immer haben, kann für Sie arbeiten. Super, toll. Aber leider auch gegen Sie, wenn Sie auf der falschen Seite des Marktes sind. Das muss Ihnen immer klar sein. Und alles, was Jochen oder ich Ihnen erzählen, wie gesagt, alles nur allgemeine Informationen, niemals konkrete Anlageberatung. Die Webinare zeichnen wir auf, wie fast immer. Sie können die auf unserem eigenen YouTube-Kanal finden. Auf unserer Webseite rechts haben Sie hier drei Symbole, Facebook, Twitter und YouTube. Und wenn Sie auf YouTube gehen, finden Sie mittlerweile, glaube ich, knapp 40, 50 Videos von uns, alle in deutscher Sprache. Schauen Sie mal nach, was für Sie interessant sein könnte. Vieles zum Nachhören, wann immer Sie möchten, als Video gerne zu Ihrer Verfügung. So, jetzt gebe ich ab zu Jochen. Dauert immer so 10 Sekunden das Umschalten. Guten Abend, Jochen. Ja, hallo Jens, hallo miteinander. Viele Grüße aus Stuttgart. Ich freue mich wieder, sonntagabendliche Marktnach- und Vorbesprechung. Und ich würde vorschlagen, ich beginne gleich leichten Hang dazu. Und aufgrund der politischen oder der Nachrichten, dass wir jeden Sonntag also die Hauptmärkte durchgehen. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, wir gucken Euro-US-Dollar an, gehen dann rüber zu DAX und Dow und vielleicht auch nochmal zum Gold. Das letzte Mal hatte ich ja auch darüber gesprochen, dass der Goldmarkt da von mir besonders beobachtet wird. Und ich denke, da haben wir auch so ein paar ganz interessante Geschichten. Genau. Meine Damen, es gibt immer Herren, ganz viel zu, ja. Es gibt immer ganz viel zu erzählen. Manche Sachen vergesse ich immer, aber vielleicht wissen Sie schon, wenn Sie öfter dabei sind. Dieses Webinar ist für Sie. Das heißt, Sie können sich gerne live beteiligen. Sie haben in diesem Meeting-Tool, Question-Chat-Bereich, also Frage- und Antwort-Bereich, wenn Sie Fragen haben zu Jochen, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, wenn etwas nicht verstanden wurde, bitte mit Ihrer Tastatur hineinschreiben. Die anderen Teilnehmer sehen das nicht, sondern nur wir Moderatoren. Und wenn es passen sollte und wir genug Zeit haben, werden wir direkt Ihre Frage beantworten. Habe ich eben vergessen, meine Einleitung, deswegen jetzt nochmal kurz gesagt. Also beteiligen Sie sich aktiv am Webinar. Wir freuen uns, dass Sie dann möglichst viel vom Webinar haben. Pardon, wollte ich nicht unterbrechen. Gar kein Problem. Nein, nein, ich begrüße das auch. Gerade die Fragen, denke ich mal, machen es ja auch aus, dass die Webinare recht gut ankommen, auch beim Live-Trading dienstags immer. Nur keine Angst, raus mit den Fragen, kann auch gern kontrovers sein. Wir sind Trader, alles ist möglich, nichts ist Muss und ich erkläre gerne die Dinge, die ich erklären kann. Es gibt auch genügend Bereiche, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, aber das, was ich so tagtäglich mache, ich denke, da weiß ich ganz gut Bescheid darüber. Und ich wechsle jetzt einfach nochmal zu meinem in der Zwischenzeit Lieblingspen hier von der Webinar-Software. Und wir gucken uns den Euro-US-Dollar wie immer auf dem größeren Bild an. Und beginnen wie immer, sage ich mal, mit dem klassischen Trendaufbau. Viele Leute fragen sich stets, ja, warum ich keine Indikatoren nutze oder andere Techniken. Schlichtweg der Grund liegt darin, ich habe einfach gelernt, mit der Dow-Theorie oder der Markttechnik gute Erfolge zu erzielen. Ich vertraue dieser Technik und deswegen gehe ich halt immer so vor. Ist halt mein Senf, ja, den ich zu den Märkten gebe, aber ich denke, es hat schon irgendwo Hand und Fuß, wenn man auf den Trendaufbau achtet. Und, sage ich mal, da diesen als groben Filter einsetzt. Wir haben im Euro, US-Dollar
auf der großen Zeiteinheit nach wie vor einen voll intakten Aufwärtstrend. Wenn man es genau anschaut, sind wir weit in die Bewegung gelaufen, als der Kurs da oben ankam, haben wir damals auch besprochen. Und bei weit gelaufenen Trendbewegungen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Abverkäufe in den Markt kommen. Ganz einfach deshalb, Leute nehmen ihre Gewinne und so manch einer Short-Trader drückt von oben nach unten. Das ist jetzt auch passiert. Wir haben hier diese Korrektur und ich male Ihnen die gerade hier im normal großen Trend mal ein, die also wirklich einen Abwärtstrendcharakter entwickelt hat. Und die letzten Webinare hatte ich stets darauf hingewiesen, dass das ganz zwar ein tolles Setup ist, markttechnisch, frei nach dem Motto, wir haben einen definierten Aufwärtstrend, definiert deshalb, das letzte Tief ist noch nicht unterschritten, wir haben aber gleichzeitig das höchste Hoch überschritten und somit ist dieser Aufwärtstrend rein von der Definition intakt. Somit ist dieser Abwärtstrend, also als der Euro da fiel letzten Tage, lediglich die Korrektur. Ich lösche das alles mal wieder weg, damit wir etwas sehen. So, und das Gemeine an dieser Korrektur ist, wir wollen ja dann, wenn wir davon überzeugt sind, wir haben einen Aufwärtstrend, weiter long gehen. Das passierte aber nicht. Stattdessen drückt der Markt immer weiter runter. Und Sie wissen, in der Zwischenzeit, wenn Sie mich öfters gesehen haben, ich gehe her und mache nach einer ganz einfachen Methode, schaue ich mir schlichtweg Levels im Markt an, die eine gewisse Signifikanz haben. Das ist nichts anderes wie Unterstützungen und Widerstände. Und da male ich mir in der Regel meine horizontalen Levels so ein, wo man sehen kann, dass die Kurse öfters an einer Stelle abgeprallt sind. Sie können das übrigens leicht erkennen anhand dieser Lunden- und Durchbildung. Übrigens, meine Damen und Herren, falls Sie mich nicht so gut hören sollten, wir haben bisher alles Mögliche probiert, neuer Rechner, neue DSL-Leitung, alles ist da. Wir haben aber immer noch dieses leichte Soundproblem, deswegen muss ich mich jetzt auch zusammenreißen und nicht nur reden, sondern kurz schweigen, malen und dann wieder erklären. Also bis jetzt ist alles wunderbar, aber schauen wir mal, das Fadenkreuz ist ja aus irgendwelchen Gründen am meisten anfällig, aber bis jetzt alles super. Jetzt, ich wage es. Nee, das Fadenkreuz macht weiterhin Probleme. Das Fadenkreuz macht weiterhin Probleme, warum auch immer. Das ist die Supreme Edition von Admiral Markets, Jens. Daran wird es liegen. Okay. Die habe ich ja gesagt, auch. Nach dem Motto. Okay, wir haben schon so viel telefoniert und darüber gerätselt. Ist einfach so. Aber ich denke, wir kommen ja dennoch gut voran. Wenn man mich hören kann, die meiste Zeit, ist es auch schon okay. Was ich sagen wollte, genau. Diese Methode, die ich da habe, ist eine sehr, sehr einfache Methode. Ich werde immer wieder angeschrieben, auch auf Facebook, wo ich manche Trades veröffentliche. Ja, warum das denn, ob das nicht so einfach sei? Nein, es ist überhaupt nicht so einfach. Ich sage sogar, es muss einfach sein. Das kann jedermann wirklich leicht nachvollziehen und deswegen machen wir das. Also Sie sehen hier an diesen horizontalen Levels, jedes Mal sind die Preise schon weiter drüben, weiter links, also in der Vergangenheit, an diversen Punkten oder Bereichen abgeprallt und tun das sehr, sehr gerne dann auch im weiteren Marktverlauf. Und ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass solange wir einen Abwärtstrend haben, selbst wenn der nur die Korrektur darstellt, dass es sinnvoll wäre, wenn man jetzt long gehen möchte, Moment, ich gehe gerade nochmal wieder auf den Pen, zum Beispiel gerade in diesem Stützungsbereich, den wir schon vor einiger Zeit als sehr signifikant angesehen haben, dann sollte man zumindest schauen, dass man Aufwärtstrendsignale entdecken kann, entweder auf dieser Zeiteinheit oder auf einer etwas tieferen. Und wie Sie wissen, meine Damen und Herren, es ist zurzeit recht spannend mit Zypern. Wir hatten auch Eröffnungslücken gesehen im Markt, ähnlich wie zu Zeiten der Finanzkrise, als es da vor 2 oder 3 Jahren schon abging. Also ein typischer politischer Markt, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und dennoch wollen wir versuchen, das über die technische Analyse so ins Auge zu fassen, dass wir nachrichtenneutral uns ein Bild machen. Ich sage das deshalb so, oft im Live-Trading gibt es immer wieder Einwände wegen den Nachrichten und der Kursstellung und da gab es auch schon, glaube ich, ganz gute kontroverse Diskussionen. Ist ein Thema, was ich am Dienstag auch nochmal aufgreifen werde, Dienstagnachmittag 15 Uhr. Prinzipiell ist es so, wenn der Markt politisch wird, und das ist er im Moment, haben Sie als Trader einfach das Problem, dass so manch recht logische oder markttechnisch oder technisch analysemäßig hervorgearbeitete Markteinschätzung schlichtweg zunichte gemacht wird, weil man nicht absehen kann, wie der Markt reagiert. Und deswegen rate ich Sie jetzt einfach mal zur Vorsicht.
erst sollte klar sein, ähnlich wie wenn wir einen Aufwärtstrend sehen wollen, um long zu gehen, erst sollte klar sein, was mit Zypern jetzt eigentlich passiert und wie die EU da agiert. Und dann sollte man vielleicht wieder mit dem Traden weitermachen, weil im Moment kann jederzeit eine völlig erratische Bewegung in den Markt kommen, die sie auf dem falschen Fuß erwischt. Nochmal, das soll kein Aufruf zum Nichthandeln sein. Wenn Sie Ihr Money Management im Griff haben und damit leben können, das ein paar Mal rausfliegen, ist das kein Problem, kann man auch in einem solchen Markt traden. Was ich aber jetzt machen möchte, ist Ihnen eine untergeordnete Zeiteinheit zu zeigen, denn da sieht man auch eine interessante Entwicklung. Kein Moment noch, ich möchte hier nur diese Linie nochmal in den Markt entsprechend legen. So. Und zwar wechsle ich jetzt mal auf den 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir das Bild, was Sie jetzt gerade auf dem Tageschart gesehen haben. Diese Korrektur auf dem Tageschart wird natürlich abgebildet durch einen Abwärtstrend, der absolut intakt ist. Ja. Wieder all die Webinare in den letzten Wochen war dieser Abwärtstrend, der nur die Korrektur darstellt, jedes Mal voll intakt. Warum ist er intakt? Ich zeige es nochmal für diejenigen, die da vielleicht Probleme haben. Ein Abwärtstrend definiert sich über tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Und solange das passiert, haben wir definitiv einen Abwärtstrend. Auch hier sind die Hochs immer tiefer. Und wie Sie gesehen haben, ich habe hier einen Trendkanal eingezeichnet. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Trendkanal-Fan, aber es bietet sich an, weil es wirklich so schön parallel läuft. Und ich kann nur dazu sagen, solange dieser Abwärtstrend nicht durch Überschreitung seines letzten Hochs, das wäre zum Beispiel hier, gebrochen wird, oder durch Ausbildung eines deutlichen Gegensignales. Und was haben wir hier unten? Haben wir ein solches Signal. Wir haben hier unten zumindest auf dieser Zeiteinheit ein 1, 2, 3 Tief, was eigentlich eine Trendumkehr einleitet. Nur, ich möchte jetzt zur Vorsicht raten, weil, wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen, und sorry, ich muss hier immer hin und her schalten, dann kann man nämlich erkennen, dass wir im Moment einen sehr steilen Anstieg haben. Das würde schon passen, angenommen, diese Zypernkrise ist jetzt voll in Ordnung, dass die Kurse hier drüber schießen. Das kann passieren. Auf der anderen Seite sage ich mir, solange das letzte signifikante Hoch, wir erinnern uns, was ich vorhin eingezeichnet habe, nicht überschritten wurde, ist für mich, Moment, ich zeige es Ihnen gerade nochmal, also hier, ist für mich dieser Abwärtstrend nach wie vor intakt, weshalb ich im Moment nicht long gehen möchte. So viel zum Euro-US-Dollar. Nochmal, was ich sage, keine Ahnung, was der Markt morgen machen wird, aber für Ihre eigenen Ideen oder Handelsansätze achten Sie darauf, wir haben immer noch einen intakten Abwärtstrend im Euro-US-Dollar. Dann einige Fragen dazu, wenn du möchtest. Ja, ein Teilnehmer fragt, was ist ein 1-2-3-Tief? Ja, okay, alles klar. Ja, das ist ein Begriff eigentlich aus der Dow-Theorie oder aus der Markttechnik. Ich zeige Ihnen das gerade mal ganz kurz. Und zwar angenommen, wir haben einen Aufwärtstrend und bekommen jetzt ein Abwärtstrendsignal, dann nimmt man dieses Abwärtstrendsignal ein 1, 2, 3 hoch. Und zwar aus folgendem Grund. Begonnen hat es hier am Punkt 1, es hat ein Tief ausgebildet, der Punkt 2 hat ein Korrekturhoch ausgebildet, das ist der Punkt 3. Und nachdem das letzte Tief unterschritten wurde, haben wir eine Abwärtstrenddefinition und das bezeichnet man als 1, 2, 3. Es könnte auch ABC heißen oder XYZ, aber man hat sich einfach dieser Zählweise bedient und somit ein 1, 2, 3 hoch ist also ein Abwärtstrendsignal an der Spitze des Aufwärtstrends und ein 1, 2, 3 Tief, das ist das hier unten, was ich zeichne, ereignet sich am Tief eines Abwärtstrendes durch Ausbildung eines Gegensignales. Kann man in der Schnelle ja jetzt so erklären, aber ja, ich auf der Messe, auf der Invest werde ich ja auch einen Vortrag zum Beispiel über diese Dinge halten, Grundlagen des Trendaufbaus und da kann man dann im Detail reingehen. Da reicht eine Stunde eh nicht, also auch auf diesem Vortrag nicht und im Moment sowieso nicht, aber einfach nur als grobe Orientierung. Genau. Auf der Invest, die nächste große Messe in Stuttgart, wird Jochen auch einige Vorträge bei uns am Stand halten und auch separat noch einen Vortrag. Also da kann man auch nochmal mit ihm ins Gespräch kommen. Und ich denke mal, als erste kurze Erläuterung ist das super. Über jedes Thema kann man auch eine halbe Stunde referieren oder noch länger. Im Zweifel auch über Google suchen, Chartanalyse 1, 2, 3 Trends, dann kann man da auch mehr finden. Es gibt eine weitere Frage, der schreibt ganz, ganz viel. Da muss ich mal versuchen, das ein bisschen zu verkürzt als Frage zu stellen.
Was hilft mir der Trend mittelfristig über mehrere Tage, wenn ich Daytrading machen möchte, also für 2, 3 Stunden offene Orders halten möchte? Warum sollte ich mir dann Ja. halt überhaupt den Trend für mehrere Tage anschauen? So in etwa kurz gefasst. Genau, ist eine gute Frage, ganz klar, und zwar aus folgendem Grund. Können wir gerade hier auch erläutern. Wenn man einen Chart mal anguckt, jetzt sind wir auf dem Tageschart. Ich weiß, wenn Sie Daytrader sind und sagen, ich habe nur eine Haltedauer von 2 oder 3 Stunden oder eine Haltedauer so wie ich von 5 Minuten, dann brauche ich mir eigentlich nicht hier das Ding zu geben, auf dem Tageschart nachzuschauen. Das ist ein Denkfehler, denn achten Sie mal bei diesem Aufwärtstrend auf die schönen grünen Kerzen. Da waren hier welche, hier welche, hier welche, hier welche und hier. Diese schönen grünen Kerzen auf dem Tageschart sind auf den mittelfristigen Trends, sind das astreine, saubere Bewegungen. Moment, vielleicht entdecke ich. Ja, man sieht es leider nicht. Also anders gesagt, wenn wir wissen, wohin das große Geld marschiert, und das sieht man in diesem Aufwärtstrend sehr deutlich, dann ist es logisch, dass wenn ich auf dem Stundenchart unterwegs bin oder auf dem 5-Minuten-Chart, dass die Bewegungen, wenn der Markt sich dann in die Trendrichtung bewegt, sehr schnelle, glatte, saubere Bewegungen hinlegt. Und das ist genau die Arbeit, die als Daytrader einem Tränen der Freude in die Äuglein treibt, weil man in sehr schneller Zeit sehr bequem tolle Momentumschübe im Markt mitnehmen kann. Deswegen bin ich zum Beispiel ein Trendfolger. Ich habe dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr. Bisher, weil ich einfach in den letzten Wochen es immer wieder geschafft habe, tolle Trendschübe zu erwischen. Ich arbeite sehr, sehr wenig. Ich habe so viel Geld verdient, teilweise mit den einzelnen Trades, weil der Markt einfach ins Rennen kommt, dass ich mir ganz bequem mein Trader-Dasein gerade finanzieren kann. Und ich kann nur empfehlen, wenn jemand ein Trendfolger ist, dass er sich dieses Prinzip von groß gleich klein ins Gedächtnis ruft und eben versucht, dorthin mitzugehen, wo das große Geld marschiert. Das große Geld ist in der Regel auf dem Tageschart unterwegs und man kann es auch da entdecken. Deswegen achte ich sehr auf den Tageschart. Vielen Dank. Ja, Weitere gerne. Frage. Was halten Sie von einem spekulativen Short mit sehr engem Stop bei der oberen Abwärtslinie bei 1,30? Was halten Sie von einem spekulativen Short mit sehr engem Stop bei der oberen Abwärtslinie? Genau. Jawohl. Wollte nämlich gerade noch mal drauf eingehen, da wo ich jetzt diese horizontale Linie gezeichnet habe, haben wir ja die 1,30. Und das ist für mich auch eine Zone, wo wir die letzten Male immer wieder gesagt haben, holla, holla, das ist ein heftiger Widerstand. Und man sieht ja auch, wie die Kurse da wirklich rumkämpfen. Ein Short, absolut in Ordnung. Also wenn Sie jetzt einen wirklich sehr knappen Stopp reinlegen, ich gehe jetzt gerade mal auf den 15-Minuten-Chart, kann man es versuchen. Aber Achtung, auch hier haben wir immer noch einen intakten Aufwärtstrend. Ich weiß, viele Leute, die die Markttechnik kennen oder ganz am Anfang stehen, es verwirrt komplett, weil wir haben Aufwärtstrend hier, Abwärtstrend dort und so weiter und so fort. Und deswegen versuche ich immer, wenn ich Trades mache, dass mehrere Zeiteinheiten in eine Richtung einen Trend abbilden, möglichst auch noch auf dem Tageschart. So, kann man gerne machen, aber versprechen Sie mal, wenn Sie jetzt einen Short in den Markt legen, dass der Stopp auch wirklich kurz ist, weil, wie schon gesagt, es kann sein, heute Nacht, wenn die Märkte eröffnen, bolzt der Markt ohne Gnade 100 Punkte hoch. Genauso kann er auf 100 oder 200 Punkte runterbolzen, je nachdem, was in Zypern rauskommt. Also im Moment ist das eher Glücksspiel, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber kann man machen. Man kann immer einen Trade machen, übrigens auch gegen den Trend, wenn Sie Ihr Money Management und Ihr Risiko im Griff haben und nicht emotional reagieren, wenn Sie eben entsprechend rausfliegen. Kann man in jede Richtung traden, gar kein Problem. Haben wir auch im Live-Trading ja mal gezeigt, als ich gegen den Trend handelte. Hat man aber immer ein Problem, dass die Trades meistens ein bisschen unsauber laufen und da muss man ein bisschen hartgesotten sein, wenn man jetzt da viel Geld drin hat und ständig Gegenläufe hat. Deswegen sage ich immer, bequemes Trading ist emotions- oder stressfreies Trading und da macht die Arbeit Spaß und Geld wird auch noch verdient und zwar sehr einfach. Ja, also ganz klar, hier wäre eine Möglichkeit, einen Short zu wagen. Ja. Eine Frage kann ich Ich würde beantworten. Wie teuer vorschlagen, ist der Eintritt ja, für die gerne. Messe Invest? Wenn Sie ganz spontan kommen, auf der Tageskasse kostet, glaube ich, 8 bis 12 €. Aber viele Broker, die da vertreten sind, so auch wir, werden kostenfreie Eintrittscodes vergeben. Wir werden diese Woche, also die kommende Woche, jetzt ein Newsletter rausschicken. Das heißt, darüber können Sie dann so eine kostenlose Karte bekommen für die Invest. Danke für die Frage.
Wenn ich Position mehrere Tage bis Wochen halten will, was soll ich traden? Zertifikate oder CFDs? Auch da werde ich müssen was zu sagen, aber auch gerne Jochen dann gleich. Kommt drauf an, sowohl Zertifikate haben teilweise ihre Berechtigung als auch CFDs. Zertifikate haben einen großen Vorteil, die sind halt bei Verlustbegrenzung halt auf das eingesetzte Kapital beschränkt. CFDs theoretisch auch, dass sie ins Minus kommen können, wenn der Broker kein Stop-Out-Niveau hat, also kein Airbag, wie es bei Admiral Market zum Beispiel ist. Hier gibt es ein Stop-Out, dass sie bei nur noch 30% von ihrem Kapital automatisch aus dem Markt genommen werden. Einige Broker haben das nicht, da können sie dann auch ins Minus kommen. Zertifikate ansonsten müssen wir immer schauen. Ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, sehe nur noch einen Vorteil. Es gibt hunderte von Zertifikaten, da können Sie den raussuchen, das Zertifikat Ihrer Wahl, aber da ist auch die Qual der Wahl, haben aber den Vorteil dann halt Zertifikat A mit einem 20er Hebel zu haben, Zertifikat B mit einem 70er Hebel, Zertifikat C mit einem 300er Hebel, also Sie können, weil es einfach hunderte von Zertifikaten gibt, unterschiedliche Hebel nehmen. Bei CFDs haben Sie eigentlich immer einen fixen Hebel, beim DAX zum Beispiel 100. Dafür haben Sie keine Ordergebühren, was Sie bei Zertifikaten immer haben. Die Orderausführung ist schneller. Sie haben eine sekundengenaue Gewinn- und Verlustanzeige, sekundengenaue Charts. Also eigentlich ein bisschen professioneller alles im CFD-Bereich. Überlegen Sie die Plus- und Minuspunkte für Zertifikate und für CFDs und treffen Sie dann Ihre Entscheidung. Wenn Sie wirklich aktiver traden, also immer auf dem neuesten Stand sein möchten und Ordergebühren starten möchten, das sind so die Hauptgründe, warum CFDs immer mehr beliebter werden im Vergleich zu Zertifikaten. Das ist meine Sicht und gerne auch was von Jochen, wenn du magst. Ich schließe mich voll und ganz an Jens an. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit CFDs irgendwann dann, sage ich mal, aktiver getradet habe, weil für mich war es einfach, ja, übersichtlicher, so doof das jetzt klingen mag. Man darf aber eins nicht vergessen, wenn Sie in einer gewissen Größe in den Märkten unterwegs sind, müssen Sie einfach mal schauen, wie es ist, wo Sie, sage ich mal, eine günstigere Kostenstruktur haben. Solche Dinge muss man einfach unterscheiden. Also, nur ein Beispiel, nicht jetzt um den Jens den Umsatz wegzunehmen, weil sie jetzt Zertifikate kaufen. Es gibt ja Leute, die handeln dann, was weiß ich, mit 60 DAX-CFDs. Ja. Wenn man das vergleicht mit echten Futures an der Eurex, während sie jetzt an der Eurex sind, sie in dieser Größe unterwegs wären, wären sie günstiger dran, was die Gebühren angeht, wenn man es genau mal durchrechnet. Aber nochmal, das sind Feinheiten. Da empfehle ich jedem, dass er sich mal hinsetzt, sich einen Taschenrechner nimmt und einfach mal durchrechnet. Ja, richtig. Aber ich liebe CFDs, ich arbeite sehr gerne damit. Ja. Es gibt kein richtig oder falsch. Alle Wertpapiere haben mehr oder weniger auch ihre Berechtigung. Alle haben Plus- und Minuspunkte. DAX Future haben sie, ganz offen gesagt, nochmal einen besseren Spread. Der ist bei 0,5 Punkten, wo er bei uns im DAX ja bei 1 Punkt ist. Aber um einen DAX Future zu handeln, ich weiß gar nicht die genaue Summe, ich glaube so roundabout 12.000 Euro Margin, die ja vielleicht nicht jeder hat oder nicht jeder direkt mit einem Order eingehen möchte. Also entscheiden Sie, informieren Sie sich über die Plus- und Minuspunkte. Wir hätten dafür ein YouTube-Video. DAX ist nicht gleich DAX oder so ähnlich, heißt es, schon etwas älter, muss ungefähr ein Jahr alt sein. Da können Sie einfach mal alle Unterschiede zu den unterschiedlichen Wertpapieren finden und dann einfach vergleichen für Sie direkt. Dann möchte ein Frager erfahren, hallo Herr Schmidt, wie lange halten Sie einen Trade offen? Stunden, Tage, Wochen? Fragezeichen. Ja, also ich halte im Schnitt einen Trade unter 5 Minuten. Das ist eigentlich das klassische Scalp-Trading, wobei nochmal nicht verwechseln mit Orderbuch-Scalpen. Also ich bin ein Trader, der sehr kurzfristig im Markt unterwegs ist. Das hat bestimmte Gründe, warum ich das mache. A, persönliche Neigungen, aber auch Erfahrungen, die ich ziehen durfte oder machen durfte. Allerdings ist es so, dass ich, das hat man auch im Live-Trading sehen können, ich versuche immer mit sogenannten Teilpositionen zu arbeiten. Das bedeutet, ab einer gewissen Punktzahl im Gewinn stoße ich einen Teil der Kontrakte, die ich gekauft habe, ab, habe somit meine Kosten gedeckt, einen kleinen Gewinn. Und jetzt versuche ich sehr wohl, wenn ich einen momentumstarken, schönen Markt vor mir habe, dass ich dann einen Trade auch laufen lasse. Und da kann es durchaus passieren, dass ich also dann 1, 2 oder 3 Stunden einen Trade halte, wenn der Markt entsprechend rennt. Damit mache ich teilweise gigantisches Geld, weil ich über, sage ich mal, die kleineren Zeitanhalten mit sehr geringem Risiko in solche Läufe hineinkomme. Allerdings, solche Läufe sind sehr selten, 2, 3, 4 Mal im Monat, mehr nicht. Parallel dazu, sage ich auch, unterhalte ich ein Langfristkonto, also ich arbeite mit verschiedenen Kontenmodellen, wo ich dann wirklich Trades mache, die ich auch mehrere Tage halte, die von Anfang an auf dieser Zeiteinheit, sage ich mal,
ausgerichtet sind. Da habe ich sehr, sehr wenig Geld drin, das ist sehr kleine Positionen, aber entsprechend weite Stops, weil einfach je höher die Zeiteinheit ist, desto größer wird auch oftmals der Stoppabstand. Auch da handle ich in letzter Zeit sogar, sage ich mal, verstärkt, weil mir diese Art des Nichtstun sehr zuspricht, weil man eben Geld verdienen kann, ohne ständig vor den Monitoren zu sitzen. Also Sie sehen, ich habe unterschiedliche Strategien oder unterschiedliche Ausrichtungen, die ich entsprechend anwende, je nachdem, wie der Markt sich gestaltet oder die Märkte sich gestalten. Prima. Bevor wir zum DAX kommen, ganz kurz mal, wir wollen es ja lebendig machen, eine Frage kann ich gut beantworten. Deswegen ganz kurz mal zu meinem Bildschirm. Und die Frage lautet wie folgt. Ach, die Technik immer mit dem Umschalten, es dauert ein bisschen Sekunde. Die Frage lautet, hallo zusammen, kann man zu einer Order, zum Beispiel 5 Lots, 2 Stops hinzufügen, zum Beispiel eine mit 3 Lots und eine mit 2 Lots? Kann man bei uns momentan noch nicht. Wir haben das vor, auch anzubieten im Laufe des Jahres, was sonst kein anderer MT4-Broker meines Wissens hat. Aber ich kann Ihnen ein paar Alternativen nennen, die so etwa gehen. Sie sehen jetzt hier 2, 3 Trades in diesem Trade-Terminal, eine Erweiterung, die es bei uns gibt. Sie könnten nicht eine Order, wenn Sie 5 Lots haben, unterschiedliche Stop-Loss aufgeben, da müssten Sie einsetzen. Aber wenn Sie halt 2 Trades direkt getrennt aufgeben oder sogar noch mehr, also einmal mit 3 und einmal mit 2, könnten Sie die zusammenfassen, einfach wenn Sie die Alt- und GR-Taste drücken, und wenn Sie jetzt mehr Trades hätten, wäre es noch anschaulicher. Also Sie können verschiedene Trades zusammenfassen, Sie können Teilschließungen machen, Sie haben hier die Möglichkeit, alle Orders zu schließen, Stop-Loss, Sie können Teilschluss machen bei Break-Even, 30% schließen, also diverse Erweiterungen sind jetzt schon möglich. Der konkrete Wunsch vom Frager, der momentan noch nicht, aber ist auf der Agenda für die nächsten Erweiterungen, die wir planen. Wir sind sehr, sehr stolz auf die Erweiterung, die wir im Januar durchgeführt haben, dieses echte Trading aus dem Chart. Das werden Sie dann wahrscheinlich eher mal dienstags 15 Uhr erleben, wenn es dann Live-Trading ist, wo man dann wirklich die Stop-Loss-Linien als aktive Linie im Chart hat. Und wenn ich die Linie verschiebe mit der Maus, ist dann die Order neu platziert. Selbst diagonale Trendlinien kann ich einzeichnen und die als Stop versehen. Also alles so, was andere MT4-Broker nicht anbieten. Aber der konkrete Wunsch leider nicht. Aber ich hoffe, diese Alternativen, die ich genannt habe, das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Und freuen Sie sich auf 2013, da wird noch viel, viel mehr kommen. Mit unserer Supreme-Edition haben wir noch einiges vor. Das wollte ich ganz kurz so zeigen. Und dann geht's weiter mit Jochen und zum DAX. Ja, ich sehe so viele Fragen gerade. Hey, das, am liebsten würde ich anfangen, jede einzelne zu beantworten. Aber wir machen erstmal kurz den DAX und dann gehe ich vielleicht noch auf die eine oder andere Frage ein, wenn ich sie wieder finde. Ich habe nur so ein sehr kleines Fragefenster. Also beim DAX das gleiche Spiel wie sonst auch. Wir gucken uns natürlich wie immer die große Zeiteinheit an. Kann man auch zum Beispiel den Wochenchart nehmen. Das mache ich jetzt hier gerade. Auch hier sehen wir, vielleicht für den einen oder anderen, den es verwirrt bei diesen ganzen Trenddefinitionen, wir suchen uns immer die extremsten Hochs und Tiefs. Also in diesem Fall das tiefste Tief zum vorläufig höchsten Hoch, dann entsprechend die Verbindung vom höchsten Hoch wiederum zum tiefsten Tief, was die Korrektur darstellte. Und hier sieht man schon, wir haben auf der großen Zeiteinheit nach wie vor einen intakten Aufwärtstrend, der in seiner Bewegungsphase ist, ein höheres Hoch gemacht hat von diesem letzten recht hohen Hoch und jetzt wirklich ganz in der Nähe des Allzeithochs zum Halten gekommen ist. Das ist die große Frage. Sie wissen in der Regel, wenn die Kurse nach einem schon, sage ich mal, jetzt nicht ganz jungen Trend an einen großen oder extrem deutlich zu sehenden Punkt hinlaufen, ist die Gefahr groß, dass Abverkäufe in den Markt kommen. Das kann man auch erklären anhand technischer Orderumkehr oder generelle Marktverhalten. Also im Moment long zu gehen, hatten wir beim letzten Webinar auch schon gesagt, kann man gerne machen. Allerdings ist bitte nicht so, dass Sie einsteigen und einen 2000 Punkte Stopp drunter legen. Ich glaube, da würden Sie gerade nicht glücklich werden. Nochmal, es kann genauso sein, das Ding macht höhere Hochs, geht über dieses historische Hoch bei 8000 deutlich rüber und läuft weiter. Das kann alles passieren. Allerdings, wenn wir uns das jetzt genauer mal anschauen, auf der kleineren Zeiteinheit, auf dem Tageschart in diesem Fall, der ja nichts anderes darstellt,
wie die Bewegung, die wir gerade eben auf dem Wochenchart gesehen haben, erkennen wir auch hier ganz klar einen voll intakten Aufwärtstrend. Ein Trend ist immer dann intakt, solange sein letztes, also Aufwärtstrend, solange sein letztes deutliches Korrekturtief nicht unterschritten wird, und zwar so unterschritten wird, dass die Kurse darunter schließen. Und genau das ist im DAX nicht ein einziges Mal der Fall gewesen in letzter Zeit. Wir haben nach wie vor voll intakten Aufwärtstrend. Und was hier halt interessant ist, ist dieser Bereich. Das war die Zypern-Geschichte. Und hier haben wir dieses gnadenlose Eröffnungsgap gehabt, richtig nach unten geprügelt. Ja, die Kurse liefen auch weiter, genau in dieses Stützungsniveau. Jetzt wissen Sie auch, warum ich diese Niveaus so liebe oder warum ich das einzeichne. Ist nie punktgenau zu verstehen. Das sind eher Bereiche, wo die Preise mal abgeprallt sind und was passiert. Die ganze Lücke wird nicht ganz, aber fast geschlossen. Die Kurse bilden diesen Umkehrstab. Ich zoome es mal etwas besser her, damit Sie es sehen können. Ich gehe mal näher ran und wieder zurück zum Pen. Hier wirklich diesen Umkehrstab, diesen fetten Umkehrstab. Und das war ein Zeichen von Stärke. Das habe ich auch so empfunden. Aber was erkennen wir? Die Kurse machten leider kein neues Hoch, sondern beginnen meines Erachtens etwas in die Seite zu gehen. So. Wenn wir uns das jetzt auf den kleineren Zeiteinheiten mal anschauen, werden wir etwas erkennen, was Sie im Trading auch weiterbringen wird. Nämlich, Moment, ich mache hier das Bild etwas besser, damit man es sehen kann, lösche auch nochmal das Gemalte raus. Auf den kleineren Zeiteinheiten, ich sagte vorhin, ich arbeite immer gerne, wenn ich mehrere Trendgrößen möglichst in eine Richtung laufen habe. Und damit meine ich dann Trends, die unversehrt sind, die also nicht gebrochen sind. Und was wir hier erkennen können im DAX ist, meines Erachtens, hier auf dem 4-Stunden-Chart hatten wir das letzte deutliche Tief in diesem Bereich, kann man sagen, diesen Bereich. Das wurde unterschritten. Das heißt, wir haben per Definition einen Trendbruch. Ein Trendbruch bedeutet nicht, dass wir automatisch einen Abwärtstrend bekommen, aber es stimmt schon mal was nicht mehr. Also so richtig astrein ist es nicht mehr. Und jetzt kommt das Nette, die Kurse steigen wieder hoch. Und man könnte denken, alles klar, das war nur ein Ausrutscher, der Markt beruhigt sich und dreht jetzt richtig nach oben, macht er aber nicht, kommt nochmal runter, jetzt macht er ein höheres Hoch. Jetzt könnten wir sagen, aha, wir haben einen Aufwärtstrend, im Aufwärtstrend, und da würde mein Großvater sagen, Pfeifendeckel eben nicht. Die Kurse kommen runter und unterschreiten wiederum diesen letzten Tiefpunkt. Das heißt, im Moment ist das eine sehr, sehr unsaubere Geschichte. In der Regel verliert man genau in so einem Markt Geld. Ich würde Folgendes empfehlen, soweit ich das jetzt von meinen persönlichen Ergüssen so rüberbringen kann, warten Sie ab. Es gibt folgende Szenarien, die hier wirklich zutreffen könnten. Wir bekämen vielleicht ein sogenanntes 1, 2, 3 hoch, wie vorhin erklärt. Das würde also zumindest auf dem 4-Stunden-Chart einen Abwärtstrend einläuten, wenn dieses Tief, wenn dieser Bereich unterschritten wird und die Kurse darunter schließen. Ich weise deshalb darauf hin, weil gerade aus Daytrader-Sicht interessanterweise in diesem Bereich mehrere Vortagestiefs liegen. Werden die geknackt, also hier liegen überall Stops meines Erachtens, wo die Leute noch denken, ja, es könnte weiter nach oben gehen. Wenn dieses Level unterschritten wird, könnte wirklich Bewegung nach unten entstehen und wir hätten zum ersten Mal auch auf dem Tageschart einen kleineren oder zumindest einen Abwärtstrend zu erblicken. Das wäre die eine Möglichkeit, was hier passieren kann. Deswegen bitte Vorsicht, jetzt long zu gehen und riesige Stopfen in den Markt zu legen, würde ich nicht empfehlen. Wenn wir gerade nochmal auf der kleineren Zeiteinheit runtergehen, so, hier nochmal, erkennen wir, dass das alles nicht sehr sauber ist. Also jemand, der wie ich gerne rein auf die Optik schaut, bekommt hier ein bisschen Bauchschmerzen, weil, achten Sie mal darauf, wie die Aufwärtsbewegungen gestaltet sind in diesem Bereich hier. Es ist sehr, sehr unsauber. Wir haben Lunden und Dochte, übrigens ganz klassisch wiederum an einem Level. Ich sage immer, schau mal nach links, das ist unglaublich, aber die Kurse versuchen immer wieder nach oben zu gehen, werden abverkauft. Gehen nach oben, werden abverkauft. Also irgendjemand verkauft hier ab. Ich würde mal sagen, großen Stil, die Preise drucken nach unten, kommen sie unten, dann wird wieder hochgekauft. Weil die Leute der Meinung sind, hier unten ist ein Stützungslevel, es muss weitergehen. Sie sehen, der Markt ist nicht ausgeglichen, es hat noch keine Richtungsentscheidung stattgefunden. Und deswegen warten Sie ab, bis die Richtungsentscheidung stattgefunden hat.
Wenn der DAX wirklich hochsteigen sollte und höhere Hochs macht, werden auch Sie die Gelegenheit bekommen, da noch ein bisschen Geld zu verdienen. Fällt er nach unten, haben Sie zumindest ein Abwärtstrendsignal, wo man sich überlegen könnte, entweder weiterhin abzuwarten oder den einen oder anderen Short zu wagen. Im Moment würde ich in diesem Markt ehrlich gesagt nichts tun. So. Gibt es Fragen dahingehend, Jens? Nicht direkt zum DAX, aber eine allgemeine Frage, die ich dann gerne vorlese. Herr Schmidt, für Trades, ja. Mindesthaltedauer von 5 Minuten. Welches Kapital braucht man dazu, ja, um bei den kurzen oder kleinen Sprüngen richtig zu verdienen? Ab welcher Kapitalhöhe macht es Sinn, solche kurzfristige Trades zu positionieren? Ja, also bei Admiral Markets ab 10 Euro meines Wissens. Ja, ist jetzt ein Scherz. ist jetzt scherzhaft gemeint. Nein, ich kann die Frage dahingehend einfach nicht beantworten, weil jeder selber wissen muss, was muss er verdienen oder was braucht er zum Leben. Also nehmen wir mal an, Sie wären Multimillionär, Sie müssen keine Miete bezahlen, Sie hätten genügend Geld, ja, dann brauchen Sie auch nicht, was weiß ich, mit Tausenden von Euro um sich zu schmeißen. Haben Sie allerdings eine Mietwohnung zu bezahlen, eine Familie zu ernähren, ein Auto oder möchten sogar einen luxuriösen Lebensstil haben, dann kommen Sie nicht daran vorbei, dass Sie sich hinsetzen müssen und sich ausrechnen, was brauchen Sie im Monat oder was bräuchten Sie, und daraufhin Ihr Trading und Ihr Money Management ausrichten. Allerdings gibt es da viele, viele Feinheiten, über die man extra reden müsste. So einfach ist dann auch nicht, indem man es einfach runterdividiert, was ich pro Tag verdienen muss. Aber nochmal, das muss jeder selber wissen. Ich kann nur so viel dazu sagen, ich betone immer, ich bin kein reicher Mann, definitiv nicht. Ich habe, sage ich mal, ein gutes Kapital im Rücken. Ich arbeite aber sehr konservativ, fast schon ängstlich um mein Geld. Das hat einfach die Gründe, weil ich kein anderes Geschäft kenne, wo das Geld so schnell weggeht wie im Traden, wenn man nicht aufpasst. Und ich verdiene mir damit einen bescheidenen Lebensunterhalt. Das bedeutet, ich schwelge wirklich nicht im Luxus, aber ich kann mir, sage ich mal, ein Leben leisten, so wie ich es möchte. Nämlich zu lesen, im Kaffee zu sitzen, im Freibad zu sein oder wie auch immer, wenn es mir passt. Ich achte sehr darauf, dass ich meine mentale Risikoneigung nicht überschreite. Und ist nur als Richtlinie, also wenn ich jetzt in einem Trade 500 Euro verlieren würde, in der Liga spiele ich nicht. Da würde ich emotional bestimmt nicht stabil bleiben. Nochmal, muss jeder selber wissen. Ja. Jens? Ja, also die Frage kann man immer nur gleich beantworten und ich mag es immer sehr konkret. Sie können, wenn Sie 500 Euro Orders aufgeben, bestimmt an einem Tag mit Hebel, wie bei uns, 200, 300 Euro locker gewinnen. Aber natürlich auch genauso locker 200, 300 Euro verlieren. Wenn Sie einen 5.000-Euro-Order aufgeben, können Sie locker an einem Tag 2.000, 3.000 Euro gewinnen, aber genauso schnell 2.000, 3.000 Euro verlieren oder alles. Also alles mit Chancen, alles mit Risiko. Natürlich werden Sie eher Gewinne machen, wenn Sie 4, 6, 8 Stunden am Tag mit dem Trading verbringen, als vielleicht eine halbe Stunde. Vielleicht haben Sie noch einen Job, etc., etc. Also das sind alles so grundsätzliche Fragen, die man sich beantworten muss. Mehr kann man jetzt in der Kürze das eigentlich dazu gar nicht sagen. Wie werden die Gewinne versteuert, wenn du noch was sagen wolltest? Ja. Bitte. Nee. Also da kann man immer nur das Gleiche zu sagen. Ich weiß nicht, wenn du noch was sagen möchtest, gerne. Ansonsten denke ich mal die nächste Frage. Wie werden die Gewinne versteuert? Admiral Markets versteuert sie gar nicht. Alle unsere Kunden versteuern sich selbst und eigenverantwortlich. Wenn sie also in Deutschland steuerpflichtig sind, in der Regel einmal im Jahr geben sie ihre Gewinne abzüglich der Verluste in Ihrer persönlichen Steuererklärung an. Wenn Sie in der Schweiz steuerpflichtig sind, versteuern Sie sich in der Schweiz. Wenn Sie in Südafrika steuerpflichtig sind, versteuern Sie sich Südafrika. Wir sind halt immer außen vor. Alle unsere Kunden versteuern sich selbst und eigenverantwortlich. Ja. Willst du noch eine Frage zum DAX machen? Ganz kurz nochmal, mein Sense. Okay. Also wir versteuern mit 25%. Das sind einfach die Kapitalertragssteuer, ja. Wenn das Konto in Deutschland ist oder der Broker das automatisch versteuert nach deutschem Recht, sind 25%, ist das Geld im Ausland, in England oder sonst wo, muss man halt es in seiner Steuererklärung angeben und entsprechend 25% gehen von den Gewinnen weg. Noch ist das so. Wenn allerdings die politische Landschaft wechselt, dann kann das mal locker wieder 50% sein, womit auch die letzte Bastion in Deutschland gestürmt worden ist, weil sonst haben sie nirgendwo einen Beruf, wo sie nicht 50% abgeben müssen, außer hier im Trading, und da hätten wir das auch wieder. Nochmal ganz kurz zu der Money-Management-Geschichte, was Positionsgrößen angeht. Ich weiß, ist jetzt an der Marktbesprechung etwas vorbei, aber das ist ein Thema,
Es ist extrem wichtig, dieses Thema. Man sollte wirklich mal ein Seminar darüber machen, ja, weil das wird von vielen unterschätzt und man geht nicht viel zu viel Geld in der Regel rein. Weil mir zum Beispiel, die Leute, die mir zugucken im Live-Trading, ich rede nie von den Gewinnen. Ich rede ständig nur vom Risiko. Ja, also das ist nur so ein Denkansatz. Aber okay, Jens, du wolltest glaube ich noch was sagen. Nö, eigentlich nicht. Okay. Dann gibt es noch eine Frage zu Aktien, die wir nicht anbieten. Da muss ich leider sagen, dass wir den Rahmen sprengen. Also bei Admiral Markets werden wir alles gerne beantworten, was bei uns auch handelbar ist. DAX, DAO, Eurostoxx, Euro-Dollar, Britische Pfund etc. Aktien momentan nicht unser Hauptfokus. Deswegen da können wir leider nicht drauf eingehen. Da muss ich auf andere Anbieter verweisen. So, dann kommen wir zum Dow Jones. Genau. Dow Jones. Man sagt ja immer, wenn der Dow Jones hustet, hat der DAX Grippe. Ich mag den Dow Jones lieber wie den DAX, sage ich ganz offen, weil er meines Erachtens, wenn er dann ins Laufen kommt, vor allem am Nachmittag, ich schlafe gern aus, also arbeite erst nachmittags, bringt er gute Bewegungen. Und der Witz ist, der Dow und der DAX laufen ja oft parallel, aber dann doch nicht so richtig. Und das kann man hier sehen. Wir haben im Dow Jones auch einen voll intakten Aufwärtstrend, eigentlich wunderbar gestaltet hier auf dem Tageschart. Und ähnlich wie im DAX ging es hier hin und her. Aber was hier jetzt natürlich extrem auffällt, ist der Freitag, wo es zum Handelsende hin extrem nach oben ging. Und natürlich könnte einen das jetzt zu folgender Idee bewegen, dass man sagt, aha, der Dow Jones macht ja eh schon historische Hochs, der läuft weiter, definitiv. Weil das sieht wirklich nach einem astreinen Aufwärtstrend aus, der sehr stark ausgebildet ist. Man sagt, ein Trend, der nicht zu sehr in die Tiefe runter korrigiert, sondern, sage ich mal, im oberen Drittel verbleibt. Das ist in der Regel ein starker Trend, der dann auch gerne mit Schmackes nach oben weiterläuft. So, und dieses Weiterlaufen, sollte man jetzt nicht, Jens, wolltest du gerade was sagen? Ich hätte eine Frage, ich darf ja auch Fragen stellen, hoffe ich. Ja, klar. Nein, nicht. Wie du genau richtig gesagt hast, oftmals laufen die ja parallel, DAX und DAO. Die letzten Wochen wahrscheinlich eher weniger, weil natürlich der DAX als Eurozone-Mitglied halt sehr stark auf diese politischen Unsicherheiten mit Zypern reagiert. Der DAO aber eigentlich so gut wie gar nicht. Oder wie siehst du genau. das? Genau, ganz genau. Ja, ich sehe es genauso. Also wir hatten ja auch im Live-Trading oder was in einem Sonntagswebinar die Frage wegen den Marktkorrelationen. Ja. Und da wies ich extra darauf hin, oft genug korrelieren Märkte, also sprich, der DAX steigt und der Bund-Future fällt. Das ist so eine Korrelation, aber man darf sich da nie voll und ganz drauf verlassen, denn oft genug koppeln sich Märkte auch ab und verlaufen völlig anders eine Zeit lang, um dann, sage ich mal, ins alte Muster zurückzufallen. Und beim Dow ist es genau, wie der Jens sagt, der Dow reagiert eigentlich fast überhaupt nicht auf die Euro-Geschichte. Und deswegen weise ich ja auch auf diese, sage ich mal, gut aussehende Geschichte hin, wobei ich einen Hinweis jetzt geben möchte für jemand, der sagt, okay, Trendfortsetzung geht immer vor Trendbruch. Ich bin ja auch so einer, der das sagt. Da gibt es weiter steigende Kurse. In Ordnung, kann man gar nichts dagegen sagen, aber achten Sie nochmal, wenn Sie handeln, egal ob Sie jetzt auf dem Tageschart unterwegs sind oder auf dem Stundenchart, schauen Sie sich den Aufbau oder den Kursverlauf immer mal wieder auf einer kleineren Zeiteinheit an. Warum? Die kleine Zeiteinheit ist ja nichts anderes, sage ich mal, wie die Bewegung oder das Zustandekommen der großen Bewegung zeigt. Wie kommt denn auf dem großen Bild eine Bewegung zustande? In der Regel über einen kleineren Trend auf den kleineren Zeiteinheiten. Und wenn wir das jetzt hier angucken auf den 4-Stunden-Chart, erkennen wir Folgendes. Die Kurse sind stark gestiegen und zwar sehr steil. Das heißt, wir haben von diesem letzten Tief, ich gehe kurz auf den Pen mal wieder, wir haben vom letzten Tief an, haben wir jetzt diesen Anstieg direkt nach oben rein an diesen Punkt 2 beziehungsweise an das Hoch. So. Und wer sich gerade markttechnisch irgendwie weiterbilden möchte oder die Funktionalität des Orderbuches und dergleichen kennt, weiß, dass speziell an diesen Hochpunkten oder am Punkt 2 gerne die Trader aussteigen, die von unten nach oben mitgekommen sind. Am besten, dass der Kurs noch kurz rüber geht, dann steigt man aus und es zieht gerne eine Verkaufswelle nach sich, die möglichst nicht das letzte Tief unterschreiten sollte. Wenn Sie jetzt in den Markt gehen, der sehr steil gestiegen ist, und ich zeige es Ihnen nochmal auf dem Stundenchart, schauen Sie sich das mal an. Es ist eine einzige Bewegung. Hier könnte man natürlich sagen, ja, das ist eine Art Korrektur,
Für mich ist das keine gescheite Korrektur, das ist einfach nur unten und durch die Gehange und Gehacke, dass der Markt nochmal nach oben durchdrückte und weil er wahrscheinlich versucht, die Vortageshochs hier anzuhandeln. Merken Sie sich, je steiler eine Bewegung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht hält. Also ich würde gerne sehen, wenn man im Dow dieses Long-Szenario favorisieren möchte, ich gehe nochmal auf den Tageschart zurück, würde ich gerne sehen, dass der Kurs leicht zurückfällt und dann wieder anzuziehen. Dann hätten wir nämlich, sage ich mal, eine Art Verschachtelung der Trends, was ein sehr schönes Setup wäre, wo man durchaus handeln kann. Aber ich würde wirklich abwarten, dass dieser Abverkauf leicht nach unten kommt. Meine Damen und Herren, falls der Kurs jetzt da durchrennt und Sie nicht dabei sind, weil der Schmidt gesagt hat, warten, warten, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das ist eben meine Art, im Markt unterwegs zu sein. Ich würde im Moment jetzt nicht long gehen unbedingt. Okay, Jens, bitte. Wenn der Dow die 14.360 bricht, haben wir dann ein 1-2-3 hoch. Sehe ich das richtig? Fragt ein Teilnehmer. Nein, nein, nein. Ein 1-2-3 hoch bezeichnet man ja als ein Abwärtstrendsignal. Achso, Moment, Moment. Ich muss nochmal die Zahlen sehen. Kannst du nochmal die Frage genauer? Ja. Wenn der Dow die 14.360 Punkte bricht, haben wir dann ein 1-2-3 hoch? Also von diesem Chart ausgehend würde ich sagen, wir hätten ein 1-2-3 hoch. Just a moment. Wo ist dieser Pen? So. Wenn ja dieses Tief, hier unten, dieses Tief, müsste er durchschlagen, dann könnte man ja von einem 1-2-3 hoch sprechen. Jawohl, das wäre in Ordnung. Aber hier ist es auf dem Chart, das ist die, ja doch, das könnte sein, die 14.360, ja. Ja, würde ich sagen. Aber achten Sie darauf, dass die Kurse auch wirklich drunter schließen. Es sollte geschlossen sein. Also es sollte nicht so aussehen, dass wenn Sie jetzt in den Chart gucken, was Sie sich nachmittags, sehen Sie die rote Kerze, die ganzen Stopse wegfischt und eine Stunde später sehen Sie dann das da, ja, und sind aber dann short gegangen. Vorsicht. Aber es wäre definitiv ein Alarmsignal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein Trendbruch existiert, wir haben ein Trendgegensignal und die Kurse könnten bis in diesen Bereich wieder zurücklaufen, was völlig eine ganz normale Korrektur wäre, um dann wieder nach oben durchzulaufen. Ja. So, ich hätte eine letzte Frage. 2-3 werden wir aufgrund der Zeit nicht schaffen, aber die haben dann die Möglichkeit, Dienstag, also in 2 Tagen um 15 Uhr, Live-Trading DAX, Dow Jones, Euro-Dollar wieder mitzumachen mit dem Jochen Schmidt und mir. Ja, ansonsten nochmal der Hinweis, wer es nicht mitbekommen hat, nächste Woche ist Ostern, das heißt, wir haben eine verkürzte Woche. Montag bis Donnerstag ist Handel, Freitag ist Karfreitag, kein Handel und auch Montag ist nur ein halber Handel. Deutschland ist geschlossen, USA ist am Montag geöffnet. Das heißt, Forex ist am Montag natürlich klar. Aber wie immer an Handelstagen, wo halt einige Märkte offen sind und einige geschlossen, ist Volumen sehr, sehr dünn. Also im Zweifel würde ich sogar auch sagen, auch wenn wir natürlich Geld verdienen, wenn Sie traden, machen Sie sich auch schöne Ostertage. Das von mir. Die letzte Frage, die hier kommt, dann sage ich schon mal guten Abend. Was ist für Sie der Leitmarkt, Herr Schmidt? Dow Jones oder S&P 500? Was ist der Leitmarkt für Sie, Dow Jones oder S&P? Also für mich ist der Dow, ja. Aber auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich kenne Trader, die lieben den S&P. Ich gucke den nicht so an, weil er mir zu langsam läuft in der Regel. Also ich gehe arg auf den Dow. Ja. Hat aber auch wirklich damit zu tun, dass ich im Nachmittagshandel immer aktiv bin. Und dann ist der Markt halt ideal, weil er nach deutscher Zeit entsprechend, bei denen ist er morgen, bei uns ist Nachmittag, kann ich den gut handeln. Aber ich würde jetzt eher mal zum Dow tendieren. Mein Gott, die Zeit vergeht ja wie im Flug hier. Weil ich wollte noch kurz Gold besprechen. Wenn ja, sehr gerne, gerne. Also die letzten Minuten hast du. Ich sag schon mal schönen Abend von meiner Seite und mach so lange, wie du möchtest. Fragen werden wir nicht mehr vorlesen. Gut. Aber wie gesagt, Dienstag, 15 Uhr Live-Trading. Gerne wieder weiter. Ja. Ja, sehr, sehr, freue ich mich auch drauf. Danke, Jens. Schönen Sonntag noch. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte noch kurz zum Gold kommen. Also Sie merken, die Zeit reicht einfach nie. Ich habe mir immer so viel vorgenommen und nach dem Webinar, wenn ich alles durchgehe, merke ich, ich habe bloß die Hälfte erzählt dessen, was ich erzählen wollte. Ich hatte das letzte Mal beim Webinar darauf hingewiesen, dass wir im Gold so einen typischen Markt haben, ähnlich wie vorhin im DAX, nur auf der größeren Zeiteinheit, der nicht weiß, wo er hin soll. Das war dieser Bereich. Denn was sehen wir? Wir sehen auf dieser Zeiteinheit einen Abwärtstrend, der wirklich ein sehr, sehr tiefes Tief ausgebildet hat, richtig nochmal hochlief in einem Bereich, nochmal die alte Regel, schau immer nach links. Die Kurse sind abgeprallt, gingen runter, haben aber kein tieferes Tief gemacht. Stattdessen ging es hier hin und her.
Kein Mensch wusste, was wird jetzt passieren. Denn wenn wir es auf dem großen Bild anschauen, sorry, dass ich immer zeitverzögert hier hin und her schalten muss, wegen dem Pen. Wenn wir es uns auf der großen Zeiteinheit anschauen, sehen wir nämlich, dass wir eine wirkliche Schlüsselposition hier im Markt liegen haben. Und das liegt ungefähr bei der 15, hier auf dem Chart, 1570 oder 1550 Dollar die Unze. So, dieser Bereich, wenn dieser Bereich wirklich unterschritten werden sollte, hätten wir definitiv auch auf dem großen Bild ein 1, 2, 3 hoch. Jetzt nicht so sauber Bilderbuch gestaltet, aber eins ist ganz klar, wir hätten zum ersten Mal tiefere Tiefs, wenn die Kurse hier runterfallen oder hier schon runterfallen. Und das könnte durchaus bedeuten, dass es in Gold ganz schön weiter runtergehen könnte. Also, ich sage das extra deshalb, weil ich gerade in Facebook oder im Internet seit der letzten Woche ja überall nur noch sehe, Gold kaufen, Gold kaufen, Gold kaufen, Gold kaufen. Jeder, der jetzt nicht kauft, der wird sich ärgern, weil er zu spät kommt. Und ich sage ganz einfach, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, was die Märkte machen und am allerwenigsten wissen wir, was Zypern macht. Angenommen, man hat es sehen können, in dem Moment, wenn die Aktien fallen, steigt sehr gerne der Goldmarkt. Ja. Jetzt sind aber die Aktienmärkte gestiegen wieder und es ist die Frage, wie geht es denn im Goldmarkt weiter? Und da kann ich auch nur charttechnisch eben meine Ergüsse Ihnen präsentieren. Was ich hier entdecke, ist folgender Punkt. Und zwar, wir haben, wenn das hier die Initialzündung wäre für einen Aufwärtstrend, dann müssen wir Folgendes beachten. Wir wissen, wir haben immer noch einen intakten Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend würde zum ersten Mal meines Erachtens gebrochen werden, wenn die Kurse über dieses Level schließen, nochmal, schließen, weil dann hätten wir was? Jetzt hätten wir ein 1, 2, 3 Tief, ein Trend-Gegensignal. Das würde ich fast schon gelten lassen von seiner Ausprägung her. Nochmal, wenn wir nach links schauen, erkennen Sie, da war schon mal ein Gehackel unterwegs und im Moment sieht es auch so aus. Warum habe ich so meine Zweifel an, an der Long-Geschichte? Schauen Sie sich mal diese Bewegungen an. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Man kann hier in den kleinen Zeiteinheiten durchaus einen oder anderen Punkt oder Punkte holen, muss allerdings sehr vorsichtig sein. Wenn Sie jetzt in Gold Long reingehen, dann muss Ihnen eines klar sein. Wenn die Kurse es nicht schaffen, hier rüber zu kommen und die Zypernkrise, wenn wir jetzt wirklich diese Fundamentaldaten einfach mal in Bezug setzen und die Zypernkrise sich wirklich in Wohlgefallen auflösen sollte, der Euro nach oben bolzt und die Aktien auch wieder gekauft werden, dann wird das Geld aus Gold weiterhin rausgehen. Dann kriegen Sie so eine Bewegung runter und dann könnte das Szenario eintreffen, von dem ich vorhin sagte, bei Unterschreiten dieses Tiefs wird es echt schön in die Tiefe gehen. Also, das hier ist immer noch ein Abwärtstrend, rein von der Definition. Es ist kein Aufwärtstrend. Und all die Leute, die jetzt schreien, Gold kaufen, Gold kaufen, Gold kaufen, sollen hoffentlich recht behalten, dass die Kurse am besten so hoch gehen. Hätte ich nichts dagegen. Aber ich im Moment möchte erst sehen, dass ein Aufwärtstrend definiert ist. Und dann bin ich bereit zu sagen, in Ordnung, wir gehen long. Meine Damen und Herren, bedanke mich wieder für das Interesse. Und ich erkenne wirklich mit Freude, dass die Zuschauerzahl echt konstant bleibt bis zum Schluss. Herzlichen Dank, ich nehme das als Kompliment. Würde mich freuen, wenn wir uns am Dienstag um 15 Uhr hören und sehen. Ich habe einiges vorbereitet, insbesondere aus dem letzten Webinar. Werde auch versuchen, einen kleinen Schwerpunkt vielleicht wieder ins Webinar reinzulegen und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld mit dem Sound. Danke, schönes Wochenende, bis Dienstag. Tschüss.